So. Wegen zwingender geplanter Wartungsarbeiten steht die Kammer für diese Testsequenz derzeit nicht zur Verfügung. Sie wurde durch eine Kampfübungsstrecke für Militärandroiden ersetzt. Was? Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und wünschen Ihnen viel Glück. 16, jetzt kommt hier das hier. Wichtiger Testapparat zerstört. Alter, die ballern auf mich. Wer da? Noch jemand da? Noch jemand da? Ich mach einfach. Können Sie bitte herkommen? Nö. Tut mir leid. Adios. Kann der da rumballern? Hi. Wir meinen das. Am besten. Das ist ein Radio. Hallo. Hoch. Hi. Wie geht's dir? Oh oh. Das ist ja echt gefährlich hier. Also hier war ich. Ja. Ich hasse dich nicht. Ich dich auch nicht. Das nix. Aber ich soll es auch machen können. Wichtiger Testapparat zerstört. Hier steht Help. Wie Hilfe. Meist da oben nix. Aber ich bin tot. Wir halten aber hier echt viel aus. Oh shit. Ich, ja. War nicht so gut. Ach, bei Help. Auf der anderen Seite ist ja auch noch eine. Also wie wär's, wenn ich hier dann einfach einen dieser Würfel da. Ich will aber rein. Ich will da erst rein. Bevor sich das schließt. Ja? Was? The Cake is alive. The Cake is alive. Ist der gut am Leben? Ah ne, ist Ali. Was heißt denn die überhaupt? Was ist denn das hier eigentlich? Was ist denn hier? Sind das diese Wandblöcke? Das ist eine Tür. Schade. Wäre ja auch zu schön gewesen. Die scheinen aber nicht so schwer zu sein. Einfach alles mitnehmen. Ist ein Rechner. Der scheint wieder so schwer zu sein. Hier ist die Pfanne.
gab es schon zu viel an der Stelle. Das ist ein Eimer. Schade, dass man hier nicht hin kann. Hallo? Was ist denn das hier? Ist das ein Handabdruck? Also der Cake ist allein. Allein heißt irgendwie sowas liegen oder so. Oder irgendwie. Warte mal. Oder heißt das Lüge? Heißt Lei Lüge? Der Kuchen ist eine Lüge. Ich glaube, das würde mehr Sinn ergeben. Der Kuchen ist eine Lüge. Ich bin halt sehr schlecht in Englisch. Ja, ist ja gut. Jetzt baller hier nicht so herum. Jetzt habe ich hier so ein Schutzschild aufgebaut. Konnte ich ohne Probleme. Das habe ich mir aber hier zugebaut. Ist dann natürlich sehr schlau. Ah. Weil du mich umbringen willst. Ob ich das hinkriege? Leider nicht. Oha. Ah, gleich beide sogar. Hier ging eben irgendwo eine Tür auf. Ach so. Was ist das? Ist das Radio? Warte mal, ich mach erstmal die hier weg, weil die nerven mich. Total. Ich dir auch nicht. Da ist aber noch einer. Der steht da. Ah, da ist nix. Guck mal da. Das war bestimmt das Help. Ich dir auch. So, der auch. Ich wollte mal gucken, ob man da irgendwie reingucken kann. Aber man kann da nicht mal reinschießen. Hier ist wieder so ein Raum. Dass eine Lampe sein soll. Echt komische, kuriose Lampe. Kann man den eigentlich wieder aufstellen? Ach, guck mal. Hm? Tschüss. Suche. Ich hasse dich auch nicht. Wichtiger Testapparat zerstört. Wieder egal. Ich will hier durch. Ach, jetzt habe ich was falsch gemacht. Wichtiger Testapparat zerstört. Der Raum ist irgendwie dunkel. Achso, ich dachte eben, wer läuft denn da? Hat so einen Schreck gekriegt. Was soll das? Tschüss. Sehr gut, Android. Das Enrichment Center weist erneut darauf hin, dass die Androidenhölle existiert und sie bei Widerstand dorthin geschickt werden. Aha.
Und wieder der Aufzug. Und lade laden. Welche Nummer sind wir jetzt eigentlich? Müsste hier eigentlich... Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Ach, guck mal hier. Mit Herzchen. 17. Schade, ich kann ihn nicht kaputt machen. Gut, nehme ich den. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Boah. Entweder ich könnte jetzt hier so hochgehen. Ne? Oder einfach das Portal nehmen. Oh. Weil das ist, glaube ich, auch für was ganz anderes gedacht. Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen kann. Schade. Meine Frage lautet jetzt, wo muss das hinein? Also hier ist eins. Ich schätze, das muss hier hin. Eins davon. Ah, hat funktioniert. Und das andere. Ein Aufzug. Wo muss das andere hin? Also ich setze mal ein Portal hin. Dann kann ich mal in Ruhe gucken. In Ruhe gucken gehen. Oh, das ist natürlich total schlau. Du kommst mit mir. Wichtiger Testapparat zerstört. Schätze mal, was dahinter. Ich wusste es. Also ihn, oh, schon ganz schwarz. Kann ich ja mal hier oben drauf stellen. Müsste ja, kann ich mich hier hinstellen oder so. Oder ich leg die Kamera drauf. Ich leg die Kamera drauf. Nee. Nee, ich konnte eins dieser Dinger Turrets drauflegen. Hier ist noch so ein Ding. Kann mir jemand verraten, wie das gehen soll? Da kommt es. Ich weiß nicht, ob Ducken reicht. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht. Sollte der gewichtete Begleiterkubus dennoch sprechen,
empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Er spricht. Aha. Was ist denn hier? Ah ne, da müssen wir sowieso hin. Aber so kommt man da nicht hin, oder? Nee. Die Frage ist jetzt, wie kann ich das umleiten? Ich dachte mir eigentlich so oder so. Oder auch nicht. Leider muss ich hier einen kleinen Audioausfall vermerken, deswegen versuche ich das einfach mal selbst. So. Da. Okay. Ja, ich komme nicht durch. Was? Also muss ich jetzt da... Warte mal. Da unten ist doch noch irgendwas. Da muss ich rein. Da muss ich unbedingt rein. Mal schauen. Mal komme ich da so durch. Ja, ne? Ach, einfach Portal nehmen. Fertig. Ganz viele Kameras liegen hier rum und Beschriftungen, die man schlecht entziffern kann. Weil sie so pixelig sind. Guck mal da, der Würfel. Den kennen wir doch irgendwie. Und lauter Bilder von dem. Da irgendwie. Was ist da? Ja. Was? Kann man echt schlecht irgendwie lesen. Überall wurde das Gesicht mit dem Würfel ersetzt. She's watching you. Beep. Okay. Ja, es ist eklig. Schlecht zu lesen. Aber warum jetzt überall hier der Würfel ist? Keine Ahnung. Tja. Da ist Kuchen. Tasty. Sehr schmackhaft. Aber der Kuchen ist ja eine Lüge. Da ist noch ein Handabdruck. So. Ich glaube, ich gehe dann auch mal weiter. Mit dem Würfel. Oder auch nicht. Einmal drüber durchgefallen. Aber jetzt. Ja. Also, hops und hops. Dann hier noch einmal die Treppe noch hoch. Und auf den Schalter. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten und muss leider Sterbehilfe erhalten. What? Warum? Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science. Intelligenz-Notverbrennungsanlage. Nö, mach ich nicht. Nö. Das ist hier wahrscheinlich da. Aber warum soll ich den denn jetzt verkohlen? Also hier war noch nichts mehr. Tja. Ich will das aber nicht. Seien Sie versichert, dass ein Gremium unabhängiger Ethiker das Enrichment Center, das Aperture Science Personal und alle Testpersonen von jeglicher moralischen Verantwortung für die Sterbehilfe freigesprochen hat. Will ich aber nicht machen. Der hat mir geholfen. Außerdem ist da ein Herz drauf. Ne? Mach ich nicht. Sag mal, ja, warum muss ich den jetzt verbrennen, um weiterzukommen? Also hier muss ich den reinwerfen wohl. Nein. Nein, der will nicht sterben. Der will mit mir. Obwohl, der kommt ja sowieso nicht durch. Durch das, das Auflösungsfeld da. Oh, jetzt hat er mich aber gehauen. Vielleicht soll ich ihn doch verbrennen.
Ich will nicht. Nein, 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 nein. Nein. Warum? Ich möchte das nicht. Der Sterbehilfeprozess ist zwar äußerst schmerzhaft, doch 8 von 10 Aperture Science Technikern glauben, dass der Begleiter Kubus höchstwahrscheinlich wenig Schmerz empfindet. Ja, 8 von 10. Nur 8 von 10. Ja. 2 fehlen noch. Muss ich wohl machen, oder? Der Begleiter Kubus kann den weiteren Test nicht mitmachen. Staatlichen und örtlichen Vorschriften zufolge kann er nicht hier bleiben, allein und ohne Begleitung. Sie müssen ihm Sterbehilfe leisten. Will ich aber nicht. Nö, mach ich nicht. Aber wahrscheinlich muss ich das machen, um überhaupt weiterzukommen. Ja. Ich will aber nicht. Zerstören Sie den Begleiter-Kubus, um den Test fortzusetzen. Okay, vielleicht springe ich einfach rein. Dann kann der Würfel weiter. Das ist jetzt echt blöd. Vor allem ist das nicht mal richtig zu. Der Begleiter Kubus war bisher ein treuer Kumpan, kann sie beim Rest des Tests jedoch nicht begleiten. Könnte er sprechen und das Enrichment Center erinnert daran, dass dies nicht der Fall ist, würde er sie bitten, allein weiterzugehen. Lieber würde er im Feuer sterben, als ihnen eine Last zu sein. Ich glaube, so langsam wiederholt sich das Ganze auch. Vielleicht sollte ich es dann doch einfach tun. Weil es geht ja wohl doch nicht anders. Also. Der Test kann erst weitergehen, wenn ihr Begleiter Kubus eingeäschert wird. Oder? Ich halte ihn noch fest. Und jetzt ist er. Sie haben ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Was? Herzlichen Glückwunsch. Sie haben also noch länger gebraucht als ich. Und ich habe doch schon so lange mit mir gerungen. Da ist sie nichts mehr, oder? Ja. Und jetzt wieder der Aufzug. Ab nach oben. Eine Etage höher. Und lade Daten natürlich.